Dies ist ein gutes Deutschland. Das Beste, das wir jemals hatten. Deutschland ist eigentlich zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren. Ich finde, dass Deutschland mit all seinen diplomatischen, militärischen und Entwicklungshilfefähigkeiten nicht abseits stehen darf. Deutschland muss bereit sein, sich außen- und sicherheitspolitisch früher, entschiedener und substanzieller einzubringen. Verantwortung in Europa und der Welt zu übernehmen. Sit and wait is not an option. Unrechtsregimen sollte man keine Waffen verkaufen. Patrouillenbooten können sie nicht auf Plätzen die eigene Bevölkerung unterdrücken. Die können sie nicht einsetzen wie Panzer und sie können sie auch nicht einrichten, sozusagen nicht Lafetten einrichten, um andere mit Raketen andere Länder zu bedrohen. Es geht darum, dass Männer sich töten. Was das Ganze einfacher macht, ist, dass man keine Männer, sondern Uniformen tötet. Insgeheim ist es, als gehörten wir alle einem Volk an, dem Volk der Geopferten. In unserer eigenen ausgebluteten Welt formen wir eine Bruderschaft des Drecks mit einem eigenen Verhaltenskodex. Lieber sterben als zurückweichen. Gesagt, getan. Wir sind tot. Wir haben den Frieden erstrebt und gewollt. Da ist der Krieg in die Welt gerollt. Und der Brand hat gezehrt und der Tod hat gesenkt. Und der gütige Gott war zum Passgespenst. Wir boten den Menschen Glück und Vernunft, ihr habt ihr Gaben, sie Unterkunft, sie trauten des Neides und heiliger Schrift, Neid goss ihnen Kugel, Neid mischt ihnen Gift. Wir sangen den Völkern ein Freiheitslied. Sie traten für ihren Beherrscher ins Krieg. Sie kämpften für ihrer Beherrschermacht und wähnten sich ihrer Kinderwacht. Wir haben gerufen und haben gewarnt. Das Grausen wankte heran. Getarnte schlug sich den Mantel um Kopf und Kinn und schlug ihn den Menschen um Blick und Sinn. Wir haben den Grinsenden Grausen gewährt, sie gaben ihm Hand und Herz und Schwert. Das Grausen führte den Schwert die Hand, Millionen Leiber zuckten im Sand. Wir schreien unser Wehe in Kampf und Pein. Die Erde wird Grab und Asche sein. Drei Herrinnen recken die Arme frei. Die Habgier, die Mordlust, die Sklaverei, wehe! Wehe! Thank you.
Weit in der Champagne, im Mittsommergrün, dort wo zwischen Grabkreuzen Mondblumen blühen, da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich toter Soldat, deinen Namen nicht nur Ziffern und jemand hat die Zahl 1916 gemalt, und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. Als Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein. Sicher dachtest du dir, ich sterbe schon bald, nehme mir mein Vergnügen, wie es kommt, mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selber geschämt und es doch nie getan. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Verantwortung in Europa und der Welt zu übernehmen. Sit and wait is not Soldat, an option. Gingst du gläubig und gern in den Tod? Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt, als du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt und dein Grab gilt es mehr als ein Bein einer Hand? Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Es blieb nur das Kreuz als einzige Spur von deinem Leben, doch hör meinen Schwur, für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein, fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein. Dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, keiner, der die Milliarden von Toten begräbt. Doch es finden sich mehr und mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles. Trojenboten können sie nicht auf Plätzen die eigene Bevölkerung unterdrücken. Sie können sie nicht einsetzen wie Panzer und sie können sie auch nicht einrichten, sozusagen nicht Lafetten einrichten, um andere mit Raketen andere Länder zu bedrohen. Diplomatischen, militärischen und Entwicklungshilfefähigkeiten. Dies ist ein gutes Deutschland. Das Beste, das wir jemals hatten. Verantwortung in Europa und der Welt zu übernehmen.